Hallo und guten Nachmittag zu einem neuen Part von Super Smash Bros. Brawl. In diesem Part werde ich euch zeigen, wie man Roy bekommt. Und das wird euch jetzt der Clarissa erklären. Ja, hallo, ich bin Clarissa. In den letzten beiden Parts hatte ich einen kleinen Schnupfen. Deswegen habe ich mich so auf Wachs angehört, ja. Also, wie ich bin Clarissa, ich sag euch jetzt, wie man Roy bekommt, ja. Und zwar, nachdem ihr Marv bekommen habt, müsst ihr nochmal zurückgehen. Ihr könnt den Adventure-Modus spielen oder den Classic-Modus. Aber ich würde euch den Classic-Modus anbieten, denn der ist einfacher. Und den müsst ihr dann mit Marv durchspielen, ohne ein Leben zu verlieren. Also ohne ein Continue zu bekommen. Oder Leben, ich weiß nicht mehr. Versucht einfach beides. Ja, und jetzt weiter zu Oliver. Danke, Clarissa. Er hat schon mal alles vorbereitet. Wir sind hier mit Marv und müssen jetzt auch mal Classic-Modus spielen. Und ich habe den Fernseher gerade noch zu laut, wartet. So, ja, ich mach mal auf Easy, da ich jetzt auch mal reingekommen bin in das Spiel. Ja. Oh, 3 Leben. Egal, wir machen einfach jetzt mal Start. Also ich werde das im Schnelldurchlauf spielen, damit es nicht so langweilig ist. Jo, wir haben es geschafft, endlich haben wir das Ding geschafft, das war auch knapp. Ich hatte am Ende nur noch ein Leben. Ja, das war, weil ich kurz Fernsehen geguckt habe. Ja, es läuft gerade, wie heißt er nochmal, Mac, mittendrin. Also ich mag diese Sitcoms, nachmittags mag ich immer ProSieben. Zum Glück werden die auch nie abgesetzt. Und ja, jetzt müsste auf Roy kommen. Und da ist er auch. Einer meiner Lieblingscharaktere bei SSBM. Also SSBM gefällt mir weniger als SSBB. Ja, und es gibt auch wieder eine geile Map. Also wir müssen hier aufpassen. Okay, schon mal so. Und Alter, warum ist er so dumm? Okay, ich bin so wie Zelda. Okay, der ist schon gleich down. Okay. Wie findet ihr eigentlich Fire Emblem? Ich hab noch nie ein Spiel von denen gespielt.
Aber das sieht eigentlich cool aus. Oh, Bomben. Ich muss mir einen behalten. Oh. Geht doch. Jetzt ist er down. Wir haben Roy bekommen. Ein Gegner, der mich sehr überrascht hat, den ich früher nie kannte. Fire Emblem. Fire Emblem kenne ich nicht. Was ich jetzt mal ausprobieren will. Ups. Gehen wir zum Trophy und Lotterie. Wie viele Münzen habe ich? Ich habe 39 Münzen. Das muss eine neue sein. Bubbles. Habe ich Bubbles nicht? Shy Guys. Mal gucken, wie viele Trophäen ich schon habe. Lotterie, Lotterie, Lotterie. Warte, wie viel Prozent habe ich denn noch? Gibt es noch 15%? Ich habe sehr viele. Auf jeden Fall, das war's mit dem Part. Und wir sehen uns in der nächsten Part von Super Smash Bros. Melee. Let's Show Charaktere. Und ja, das ist. Ja, ja.